Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde euch heute den ganzen schönen Tag mitnehmen. Servus. Morgen mitnehmen und euch so zeigen, wie meine Ernährung in der Schwangerschaft aussieht. Das haben sich super viele gewünscht. Sprich, es gibt heute ein What I Eat in a Day und gleichzeitig Tipps von mir, auf was ich achte, aber auch auf eure Fragen, wer die eingehen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Zum Beispiel, ob ich auf irgendwas Bestimmtes verzichte oder ob ich, keine Ahnung, irgendwelche Schwangerschaftsgelüste habe, was sich so verändert hat. All das einfach. Aber ich muss jetzt direkt mit dem Frühstück starten. Da hat sich nämlich auch schon einiges verändert bei mir. Ich frühstücke jetzt, sonst habe ich ja immer Intervallfasten gemacht. Und ich muss jetzt auch direkt frühstücken, weil sonst wird mir schon wieder schlecht. Ich habe mir einmal ein Frischkäse-Avocado-Brötchen gemacht. Ich muss sagen, mein Frühstück sieht aktuell sehr oft so aus. Nicht immer, aber ich esse aktuell sehr, sehr gern Avocado-Brot. Dann habe ich ein Osterei, also ein hart gekochtes Ei. Beeren, absolute Gelüste auf Beeren und ein bisschen Paprika. Sprich, ich habe jetzt schon ein sehr ausgewogenes Frühstück mit Kohlenhydraten, mit gesunden Fetten vom Avocado, mit Proteinen, mit Vitaminen, mit Ballaststoffen und dazu übrigens nur einen Tee. Jetzt habe ich echt schon mega Hunger. Ach, scheiße. Ich wollte gerade noch sagen, auf nüchternen Magen muss ich nur meine Supplements nehmen. Schwangerschaftsdemenz setzt schon ein, obwohl es glaube ich nur ein Mythos ist. In den Wochen, wo man sehr schlecht war, fiel mir das extrem schwer. Da habe ich es teilweise nicht auf nüchternen Magen nehmen können, weil mir dann extrem schlecht wurde. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist vielleicht auch schon die erste Frage oder eine der ersten Fragen, welche Supplements ich nehme. Folsäure, Omega-3, Vitamin D3 und K2, Magnesium hat mir auch der Frauenarzt empfohlen, weil ich teilweise ein bisschen so einen harten Bauch habe. Hin und wieder Jod, habe jetzt irgendwas von vergessen und eben so Multi-PAZ. Kann ich euch auch gern unten in der Infobox verlinken, ist ja für Process. Omega-3 habe ich auch letztens bei meinem Video erwähnt, ist auch extrem spannend, was die Fruchtbarkeit anbelangt, hat mir mein Frauenarzt erzählt. Also Stichwort Kinderwunsch, wenn das für euch ein Thema ist, lest euch das sehr gern mal ein. Dennoch nie vergessen, Supplements soll man immer nur als Nahrungsergänzungsmittel sehen. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist immer das A und O und dann kann man nur supplementieren. Es ist einfach so krass, wie mir mein Körper aktuell zeigt, was er braucht. Und das ist eigentlich auch schon einer der allerwichtigsten Tipps. Hört immer, aber gerade in der Schwangerschaft, auf euren Körper, auf euer Bauchgefühl und nehmt es auch wirklich bewusst wahr. Ihr habt es schon immer sehr stark gemacht. Das wissen wahrscheinlich viele, die mir schon lange folgen. Aber gerade jetzt in der Schwangerschaft merkt ihr es nochmal auf einem Next Level, wie man meinem Körper einfach sagt, was er braucht, was er nicht braucht. Diese Schwangerschaftsgelüste oder diese Abneigungen zum Beispiel, das ist ja auch teilweise so ein Schutzmechanismus. Wenn der Körper einem zum Beispiel sagt, boah, ich kann gerade überhaupt keinen rohen Fisch riechen, hat das ja auch den Grund, dass roher Fisch halt in der Schwangerschaft gefährlich ist und da der Körper das in dem Sinn auch schon direkt zeigt, weil du es schon gar nicht riechen kannst beispielsweise. Und vielleicht bleiben wir da eh bei der Frage, auf was ich besonders achte in der Schwangerschaft. Sind wir vielleicht gerade schon beim Thema regelmäßige Mahlzeiten. Ja, es ist so Wahnsinn. Ich kannte das gar nicht von mir, dass ich so einen krassen Rhythmus brauche und dass ich so regelmäßig essen muss. Sonst habe ich ja, wie anfangs schon erwähnt, das Frühstück ausgelassen. Das wäre jetzt unvorstellbar. Ich habe sogar, kleiner Side-Fact, an meinem Nachttisch eine Packung Maiswaffeln stehen, weil wenn in der Nacht plötzlich der Hunger, oder Hunger, das ist ja nicht mal Hunger, das ist einfach so diese Gelüste kommen, dass mir dann auch sonst schlecht wird, wenn ich nicht kurz was esse, kann ich das snacken. Gerade in der Phase, wo mir wirklich viel übel war, wo ich auch öfters erbrechen musste, Mahlzeit, da waren die meine Rettung. Dann natürlich gesunde, ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung. Ihr wisst, ich habe immer schon sehr auf meine Ernährung geachtet, aber jetzt nochmal so besonders, weil ich einfach weiß, da isst jemand mit, sozusagen. Und natürlich gönne ich mir dann auch mal irgendwas Ungesundes. Das ist nach wie vor ja mein Motto, so die Dosis macht das Gift, dieses Schwarz-Weiß-Denken, mag ich sowieso nicht. Aber trotzdem, der Fokus ist einfach, zum Beispiel schon nur beim Frühstück, dass ich da schon mal schaue, okay, das soll ausgewogen sein, das soll schon vollwertig einfach sein. Und da ein kleiner Tipp, muss ich kurz holen, Moment dann. Mein Kochbuch. Nicht nur, weil ganz, ganz viele tolle Rezepte drin sind, sodass man einfach immer viel Inspiration und so weiter hat, sondern es steckt auch viel Wissen drin. Ich habe in das Kochbuch so die wichtigsten Tipps einfach für eine gesunde und ausgewogene Ernährung reingepackt. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir und ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ja, was ich noch achte, ist auf jeden Fall, was ja auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist, wenig Zucker. Ich achte auf jeden Fall auf wenig industriellen Zucker, dann eher eben von Früchten, von Obst.
dann auf viel Gemüse. Das war auch extrem bei mir, gerade am Anfang der Schwangerschaft habe ich das so gemerkt, wie viel Gemüse ich gegessen habe. Ich esse immer schon viel Gemüse, aber da hat der Körper das extrem gebraucht und ich habe so viel Gemüse gegessen und mache immer noch. Und viel trinken, sprich ich starte eigentlich schon direkt immer mit einem Glas Wasser und einem Tee. Tee nicht immer, aber meistens. Hinsichtlich, da komme ich aber später nochmal genauer dazu, Obst und Gemüse wirklich gut waschen. Also das ist immer wichtig, klar, aber gerade halt in der Schwangerschaft, Stichwort Toxoplasmose. Das fällt mir gerade so ein. Ich habe sicherlich mal einiges vergessen, was im Laufe des Videos aufgegriffen wird. Ich esse jetzt mal ein Frühstück auf, dann werde ich mir ein bisschen dehnen. Ah, soll ich so ein Video auch zum Thema Sport machen? Sport in der Schwangerschaft, meine Sportroutine, auf was ich da achte, was sich da verändert hat. Wenn euch das interessiert, schreibt es unbedingt in die Kommentare, da weiß ich Bescheid. Ja. So, kleines Update. Ich schneide gerade schon an dem Video und snack nebenbei ein paar Cashews. Mehr eigentlich auch nicht. Das ist so mein Nebenbei-Snack gerade. Und wir haben es jetzt eh schon 11.29 Uhr, also 11:30 Uhr. Und deshalb werde ich mir schon mal ans Kochen machen, ab in die Küche. Es gibt jetzt einen leckeren Couscous-Salat, wo ich alles mögliche reinschnipple. Ihr seht es eh jetzt gleich. Das ist erstmal alles, was ich jetzt für den Salat brauche. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache mal wieder Kichererbsen in den Ofen, weil die werden dann so richtig lecker knusprig. Dann hat der Salat ein bisschen so einen Crunch. Also die kommen in den Ofen und der Rest kommt eigentlich alles zusammen. Sprich Couscous einfach mit heißem Wasser übergießen, seht es dann eh. Und dann habe ich hier Frühlingszwiebel, Tomaten, Gurke, Paprika, ein bisschen Granatapfel und Feta. Das ist übrigens auch direkt ein Tipp. Die meisten Feta sind sowieso aus pasteurisierter Milch. Sprich, da ist dann kein Problem. Da komme ich später nochmal genauer zu sprechen, was ich damit meine. Da geht es um die Rohmilch. Also wie gesagt, da sonst einfach mal drauf schauen, wenn einem das wichtig ist. Aber meistens sind die aus dem Supermarkt sowieso pasteurisiert. So, dann habe ich noch ein bisschen Gewürze und Olivenöl. Und ja, wenn mir nur irgendwas anderes einfällt, zeige ich es euch. Aber ich starte jetzt einfach mal los. Und ja, da ist nicht viel dabei und schmeckt einfach richtig lecker. Also let's go! Boah, mega. Jetzt freue ich mich schon richtig. Ich habe jetzt schon so Hunger. Jetzt wird gespeist. Also Couscous-Salat ist einfach so super, weil erstens geht der so schnell und einfach, man kann alles reinschnippeln, was man hat. Und der schmeckt im Laufe des Tages halt auch noch mega. Da kann man immer ein bisschen so dahin snacken. Das wäre ja wieder eine gute Frage, weil ich schon gelesen habe, was denn aktuell so meine Gelüste sind. Ich habe es in dem Video noch gar nicht erwähnt. Ich bin übrigens in der 18. Schwangerschaftswoche. Und so die krassen Gelüste und Abneigungen und generell so das Übelsein ist nicht mehr so Thema gerade. Und bei mir war es eigentlich so, ich hatte immer auf was anderes richtig Lust. Also das, ihr könnt jetzt gar nicht sagen, es war nur das und nur das. Es war schon viel Obst und Gemüse, das habe ich schon mal angesprochen. Aber es ist immer mal ein bisschen was anderes gewesen. Und auch bei dem, was ich nicht wollte, das war eigentlich auch so tagesabhängig. Also bei mir war das so richtig, heute das, morgen das gar nicht mehr, dann wieder das gar nicht. Echt witzig eigentlich. Und wirklich mal jetzt in Ruhe essen und genießen. Und dann sehen wir uns später wieder. Mahlzeit. Mittagessen ist verdaut. Jetzt habe ich ein kleines Nachmittagspäuschen gemacht. Also Mittagspäuschen eher. Und jetzt bin ich schon wieder hungrig. Und zwar möchte ich mal jetzt Bananen-Pancakes machen. So lecker. Ich habe euch das Rezept schon mal bei Chimki gepostet. Und die sind einfach so gut. Die sind so Protein. Also man kann es mit Proteinpulver machen. Muss man aber nicht. Ich zeige jetzt mal, was wir dafür brauchen. Und oh. Übrigens, kleiner Lifehack, wenn ihr keine reifen Bananen habt, was ist denn da? Seht ihr es? Da auf der Heizung liegt es. Einfach die Banane ein bisschen erwärmen, dann drücke ich die oft schon ein bisschen so in der Schale herum, dann wird die nämlich auch schon viel weicher und dann kann man die besser zermatschen. So als kleiner Lifehack von Paulina nebenbei. Banane braucht man, Dinkelmehl, Chiasamen, Mandelmilch oder irgendeine andere Milch oder Milchalternative, egal. Zimt, ganz wichtig, genau. Und wer eben nur möchte, ein bisschen Proteinpulver mit rein. Und zuallererst geben wir die Chiasamen ein bisschen in den Kühlschrank mit der Milch, damit die quellen können. Und dann kann ich schon mal den Rest in der Zwischenzeit vorbereiten. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach nebenbei
noch ein paar Fragen zur Ernährung beantworten. Jetzt gehen wir auf die Frage ein, auf was ich so in der Schwangerschaft verzichte, was es die Ernährung angeht. Also was schon mal, ich glaube, eh ganz klar ist, ich glaube, das muss man hoffentlich mit erwähnen, ist Alkohol und Nikotin. Ich meine, ich habe so und so nicht geraucht, aber Alkohol hin und wieder mal getrunken, aber auch nicht. Also selten, deshalb, das geht mir überhaupt nicht ab, dass ich jetzt keinen Alkohol trinken darf. Und alles andere, auf was man jetzt verzichten soll, sind natürlich nur Empfehlungen. Also niemand will euch irgendwas verbieten. Es sind einfach teilweise Lebensmittel, die ein gewisses Risiko fürs Baby bergen. Und deshalb, ich bin halt so der Meinung, wenn es nicht sein muss, wenn es mir jetzt nicht voll abgeht, wieso was riskieren. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich kann euch jetzt mal sagen, was ich halt für mich entschieden habe, auf was ich verzichte. Ups. Vorweg jetzt mal, wer jetzt nicht so in der Materie drin ist, da geht es um Salmonellen, um Toxoplasmose, um Listeria. Da gibt es eben bestimmte Lebensmittel, wo einfach da die Gefahr erhöht ist, dass man sie damit dann infiziert. Das ist einerseits beispielsweise bei, eigentlich kann man generell sagen, bei rohen tierischen Produkten, sprich rohe oder nicht ganz durche, weiche Eier, roher Fisch, rohes Fleisch, eben rohe Milch, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also da gibt es eher genaue Liste, die man sich da auch gern anschauen kann. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Es sind einfach Produkte, auf denen ich jetzt aktuell verzichte, wo ich einfach für mich entschieden habe, das Risiko gehe ich einfach nicht ein und es geht mir halt nicht extrem ab. Also Fleisch esse ich sowieso keins und Fisch habe ich halt hin und wieder gegessen. Also Lachs zum Beispiel und esse ich halt jetzt nur, wenn er durch ist. Außerdem auch wichtig, ich habe vorhin schon angesprochen, Obst und Gemüse gut waschen, aber auch abgepackte Salate, die vermeide ich genauso. Was auch nur so ein Thema ist, ist ja Koffein, sprich in Kaffee oder in Energy Drinks. Und Energy Drinks trinke ich so und so nicht, also die sind für mich eh hinfällig, würde ich auch nicht empfehlen, weil da einfach der Koffeingehalt nochmal ein ganz anderer ist als jetzt im Kaffee. Kaffee trinke ich auch nicht, also auch für mich hinfällig. Das ist aber schon so eine Sache, wo viele sagen, Kaffee trinken sie, weil einfach jetzt der Koffeingehalt nicht irgendwie ausschlaggebend ist. Genau, aber wie gesagt, es muss immer jeder für sich entscheiden, auch da wieder aufs Bauchgefühl, auf den Körper hören. Und auf was sie noch verzichte, was jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Bakterien oder so zu tun hat, sind, oder verzichte halt, schauen, dass sie nicht übermäßig viel davon verzehre, sind einfach Fertiggerichte. Ja, sehr stark verarbeitete Lebensmittel. Da geht es aber wieder eher eben um eine gesunde, ausgewogene Ernährung. So, ich finde das generell ein mega spannendes Thema. Also alle, die schon mal schwanger waren, gerade schwanger sind, schreibt auch gern, wie ihr das gehandhabt habt. Habt ihr auf was verzichtet? Klar kann man sagen, ey, ich habe alles gegessen und Glück gehabt, mir ist nichts passiert. Aber es kann halt auch in die Hosen gehen. Und es muss halt dann jeder so für sich entscheiden und abwiegen. Ich freue mich jetzt so arg auf die Pancakes, aber eine Frage geht sich nur aus, weil die Chiasamen müssen eh noch ein bisschen quellen. Isst du jetzt doppelte Portion bzw. mehr als davor? Nein, also das ist sowieso ein großer Mythos, dass es heißt, boah, jetzt musst du ja für zwei essen. Natürlich, klar, man muss ein bisschen mehr essen, aber das hält sie wirklich sehr im Rahmen. Gerade am Anfang eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und es wird halt langsam immer mehr. Man sagt so ungefähr, dass der Kalorienbedarf am Anfang so um die 100 Kalorien mehr ist, bis zum Schluss so 300, maximal 400 Kalorien mehr. Also ihr seht schon, das hält sie wirklich sehr im Rahmen. Das ist jetzt keine Mahlzeit mehr, sondern vielleicht irgendein Snack einfach nur mehr. Und es wird übrigens auch geraten, um die 10 bis 14 Kilo in der Schwangerschaft zuzunehmen. Ist natürlich nur ein Richtwert, weil es immer abhängt davon ist, wo das Startgewicht war. Aber man muss sich auch vorstellen, das Baby wiegt ja auch was, das Fruchtwasser wiegt was, man bekommt mehr Blut in den Körper. Das ist auch alles, was ja was wiegt. Und ja, ich habe jetzt vielleicht so um die 2-3 Kilo zugenommen, also nicht wirklich viel, muss ich sagen. Mal schauen, was denn dazu kommt. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man ausreichend isst und vor allem eben, was man isst. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile im Video schon gut durchgeklungen. Aber eben auch darauf zu schauen, dass man es nicht extrem zunimmt, weil es halt dann auch ungesund sein kann. So, jetzt gebe ich die Chiasamen mit der Milch dazu. Und dann ist der Teig im Prinzip auch schon fertig. So schaut der jetzt übrigens aus. Und jetzt geht's an den Herd. Schaut das nicht mega, mega lecker aus? Jetzt haben wir Erdbeeren dazu geschnippelt und jetzt gibt es nur ganz klassisch ein bisschen
Ahornsirup drüber. Ups. Ah, der braucht man jetzt auch nicht sparen, oder? Perfekt. Oh. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Wow, das ist mir ein schöner Stoß. Und da bin ich wieder. So, ich muss jetzt mal kurz das Licht hier zack anknipsen, weil mittlerweile wird es finster. Jetzt haben wir es um die, boah, wie spät ist es denn? Ich glaube um 6 Uhr ungefähr. Und ich habe Hunger. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt nun zum Abendessen mache. Ich hatte nämlich mega Lust auf eine Wraps. Ist eigentlich sind es keine Wraps. Ich habe nämlich bei Prozis diese Jebuona Teig-Dinger bestellt. Man kann sagen, ich mache mal einen Wrap. Ja, okay. Und jetzt sage ich mal, was ich alles mir gedacht habe, dass ich reinmache. Ich bin immer ein Fan, ihr merkt es vielleicht schon, von Rezepten, die man einfach sehr improvisieren kann. Also je nachdem einfach, was man zu Hause hat. Ich finde das immer sehr, sehr praktisch. Und ja, jetzt zeige ich jetzt mal, was ich mir gedacht habe. Das sind, wie gesagt, diese Wrap-Dinger. Dann ist mein Plan, dass ich Süßkartoffel in Würfel schneide und mit ein bisschen Feta in den Ofen gebe. Und ich habe generell auch so Lust auf Kartoffeln. Wir haben einfach nur ein paar Kartoffelwedges mit in den Ofen geben. Dann mache ich mir mit Tomaten und Zwiebel ein bisschen so und Zitrone, stimmt, brauche ich noch, ein bisschen so Tomatensalsa. Und dann möchte ich verschiertes, also so Veggie-verschiertes abbraten. Mit ein bisschen Paprika, mit Frühlingszwiebel, obwohl das echt ein riesiges Frühlingszwiebel ist. Und ich habe letztens mal so ein Fajita-Gewürz mitgenommen. Ich glaube, das passt perfekt für da so rein. Und als Soße mache ich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Alpro mit Paprikapulver und Salz. Achso, genau, das muss ich natürlich auch noch würzen. Da schnappe ich mir dann so ein Pommesgewürz. Das hier. Das ist sehr lecker für jegliche Art von Kartoffeln. Genau. Ich freue mich jetzt so. Das ist jetzt mein fertiger Wrap mit nur ein bisschen Kartoffelwedges. Ich glaube, da hole ich mir auch auf jeden Fall noch nach, denn es ist noch mehr als genug da. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Also ich hoffe, ich habe jetzt alles für euch Relevante beantworten können. Wenn so irgendwelche Fragen offen sind, schreibt sie sehr, sehr gerne einfach unten rein in die Kommentare. Beziehungsweise werde natürlich auch auf Instagram immer wieder Einblicke in meine Ernährung geben. Ich kann auch gerne mal ein What I Eat machen, wenn ihr es sehen wollt. Schatz, hast du noch was beizutragen? Ich muss so eine Kartoffel kosten. Nee. Ich freue mich über euren Austausch in den Kommentaren, über einen Daumen nach oben. Und ja, in diesem Sinne beende ich das Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wie immer. Tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.